Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. So, ihr seht schon, ich bin wieder fleißig oder immer noch fleißig am Buddeln, am Graben und ja, es wird irgendwie nicht weniger. Ja, ich habe aber auch nicht hier an der Schmiede weitergearbeitet. Ich habe hier jetzt noch ein bisschen Säulen zum Stützen reingebaut, weil ich möchte ja hier alles weghaben. Das muss alles frei werden. So, ich war beschäftigt mit hier. Ich habe hier nochmal 2 oder 3 Reihen von der Decke weggenommen. Also die ist jetzt schon bedeutend höher. Und hier habe ich schon mal angefangen mit einem Zwerg. Also es wird, ja, ich habe ja hier dann die Glasscheiben und dann würde es nicht passen mit einem Zwerg hier über die Reling drüber, wo ich dann praktisch unten durchlaufe. Und ich kann nicht so viel Decke abnehmen, damit dann so ein großer Zwerg da reinpasst. Das geht einfach nicht, kriege ich nicht hin, also will ich auch gar nicht. Also ich habe Angst, dass mir alles einstürzt oder dass ich dann womöglich schon oben beim, ja, bei der Bergspitze dann oben rausgucke und das will ich auch nicht. Genau, deswegen habe ich mir gedacht, ich baue jetzt einen Zwerg auf die linke Seite, ich baue einen Zwerg auf die rechte Seite und die überkreuzen dann Äxte oder Schwerter oder irgendwie oder ein Speer von mir aus, irgendwas kreuzen die dann über der Brücke, dass wir dann da drunter durchlaufen. Genau, also so habe ich mir das vorgestellt. Und hier auch, da habe ich jetzt auch nochmal eine Reihe von der Decke weggenommen. Hier müsste ich rein theoretisch eigentlich auch noch wegnehmen, sehe ich gerade. So, ist aber halt blöde Arbeit. Der muss noch weg und ja, das mache ich dann mal, genau. Auf jeden Fall, das muss dann auch noch weg, damit das nicht so, so ein komischer Übergang ist, damit das schön flüssig ist. Bloß hierher, also ja, da ist halt dann nochmal extrem mehr weg. Dann habe ich hier unten, wo komme ich jetzt am besten runter, ohne mir mein Bein zu brechen? So, weil die Decke aushöhlen, die hat mich, glaube ich, ja, ihr seht, ich habe nur noch 52 Schienen. Was hatte ich? 58? Ja, könnt ihr euch ausrechnen, wie oft ich mir das Bein gebrochen habe. Und, oh, da ist ein Loch, sehe ich gerade. Das gehört da, glaube ich, nicht hin. Da muss ich mal überlegen, ob ich das auch noch durchbreche, damit man hier eine riesige Halle hat. Wäre eigentlich auch cool. So, auf jeden Fall hier die Lava, da habe ich dann einfach mit den Steinen hier, weil das war ja erst komplett weg. Dann habe ich mir gedacht, oh nee, komm, das ist ein bisschen langweilig. Dann baue ich hier einfach nochmal Steine rein. Hier mein wunderschönes Kunstwerk. Keine Ahnung, es ist halt einfach ein bisschen Stein, damit das eben nicht so langweilig aussieht, genau. Und dann würde ich sagen, versuchen wir heute mal den Krebs zu bauen, wollte ich schon sagen. Nee, den Zwerg zu bauen, genau. Wie immer, ich garantiere für nichts. Ich habe keinen Plan. Ich weiß auch nicht, wie das dann gleich aussehen wird oder ob das überhaupt ein Zwerg wird oder... Ihr wisst schon, es ist bei mir halt immer so eine Sache mit dem Bauen. So, dann gehe ich erstmal hier wieder nach oben. So, so. Ich sollte mir die Treppe vielleicht einfach mal lassen, weil ich werde vielleicht sowieso öfters noch hier runter purzeln oder runtergehen müssen. So. Das da ist auf jeden Fall Säule. Da habe ich mir dann gedacht, ich mache hinten noch so eine Rampe hin, damit ich ein bisschen mehr Platz habe oder halt mehr, ja, Fläche habe. Und dann kommt hier, ich dachte mir, ich brauche einen abgerundeten Stiefelspitzer. Dann brauche ich natürlich hinten auch eine abgerundete Stiefelferse. So, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Soll man dem runde Beine geben oder eckige? Ich glaube, wir bleiben bei runde Beine, oder? Ja, komm. Wir lassen runde Beine. So. Dann habe ich mir jetzt hier nur gedacht, das war jetzt nur mal zum Angucken, zum Testen. Ich traue mich aber jetzt nicht hier hochklettern. Wie mache ich denn das jetzt am dümmsten? Wartet mal. Ich gehe doch runter. Ich gehe von der anderen Seite. Hier. Na, da habe ich jetzt den Fels stehen. Das ist auch blöd. Ach, egal. So. Ich werde hoffentlich schon überall hinkommen, wo ich hin muss. So, genau. Noch ein Stückchen. Und eigentlich könnte ich das doch so verbinden. Dann könnte ich hier nämlich bauen. Genau. Also, hier war jetzt so meine... Ich würde nicht runterfallen. Meine Überlegung. Zweimal Hose vielleicht. Dann zweimal
Brust, sage ich jetzt mal. Und dann bräuchte ich aber so viel Kopf. Wie viele Plätze hätte ich denn noch frei? Also dann bräuchte ich ja noch einen Hals. Wenn das jetzt da Hose und Oberkörper ist, dann bräuchte ich einen Hals und dann mindestens drei Blöcke nach oben für den Kopf. Eins, zwei. So, dann kommt aber schon die Decke. Das gefällt mir natürlich jetzt nicht. So, dann habe ich mir gedacht, okay, komm, Zwerg ist vielleicht eher was Kleines. Dann würde es vielleicht auch reichen, wenn wir Hose, weil da gehören ja dann die runden Dinge eigentlich auch noch dazu. Dann ein Oberkörper mit einem Block, dann der Hals und dann hier der Kopf. Also es wird proportional ein Albtraum, ja. Da dürft ihr nicht drauf achten, weil das wird wirklich richtig eklig. Aber ich denke, ja, können wir machen, oder? So, dann hätte ich nämlich hier Mund, hier die Nase und die Augen. Und das da wäre dann der Helm oder die Haare. Ich weiß nicht, ich glaube, ich gebe dem Zwerg Helme. Vor allen Dingen, wenn die dann Speere haben, dann wäre es, glaube ich, mit Helmen besser. Glaube ich, denke ich. Ja, schätze ich. So, jetzt brauchen wir erstmal Metallschild. Ich würde sagen, bei dem machen wir das wie bei den Raben. Denen geben wir einfach ein O als Pupille oder als Auge. Weil ich glaube, für Feuerfässer ist das zu klein. Obwohl so brennende Augen schon cool wären, oder? Ah, Mist, Mist, Mist. Wenn ich da Platten hinbaue, oder das ist schon wieder die Qual der Wahl. Ach, Mist, Mist, Mist. So. Vorsichtig, nicht runterfallen. Ich hätte aber gerne Sicht von vorne drauf. Zack. Uah. Vorsicht, Vorsicht. So. Okay, also ich glaube, wir sind uns einig. Das ist schon mal die Hose. Das ist schon mal der Oberkörper. Sollen wir den Hals rund machen? Ne, sieht dann auch ein bisschen komisch aus, oder? Kurz überlegen, überlegen, überlegen. Nee, ich glaube, das sieht komisch aus. Wir könnten da vielleicht Arc-Dinger reinbauen, oder sieht das doof aus? Einfach mal testen. Also wir machen mal zweimal Arc. Ich habe gar keinen Platz gleich. Dann brauche ich die Rampen, weil für hier oben. Und ich glaube, ich gebe dem einen Helm auf. Weil es wird ja dann hier auch wieder mit der Nase so ein. Ja, ich hätte eigentlich erst vor zwei abgerundete, diese abgerundeten Ecken zu nehmen. Abgerundete Ecke, toll. Ja, aber diese Endteile da, wo sind sie denn? Abgerundet. Die Teile hier. Ja, doch, abgerundete Ecke. Da hatte ich dann erst vor, so eine Knollennase zu machen. Problem ist nur, wenn ich zwei Blöcke für die Nase brauche, dann brauche ich auch dementsprechend zwei Blöcke nach links und zwei Blöcke nach rechts, nur fürs Gesicht. Und dann muss ja auch der Körper dementsprechend breiter sein. Und dann wäre das, glaube ich, so groß wie die ganze Brücke. Und dann sieht das natürlich auch nach nichts mehr aus. Also deswegen habe ich mich eben dafür entschieden, dem geben wir einfach einen Helm auf. Dann sieht man die Nase nicht und gut ist. Ja, ganz, ganz böse. So, soll man dem noch Schultern geben? Ja, Schultern braucht er. Soll man da dann abgerundet nehmen? Da könnte man eigentlich zweimal abgerundet nehmen. Ja, schätze ich mal, oder die? Nee, komm, wir nehmen abgerundet. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon aufwerten soll. Das ist gerade echt so eine Qual der Wahl-Ding. Ich habe auch keine Kerzen dabei. Kerzen als Augen? Oh, Kerzen als Augen. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Also ich fahre jetzt aber nicht extra wegen zwei. Oh, wartet mal, wartet mal. Wartet mal, ich muss ja gar nicht bis nach Hause fahren. So, das muss ich dann gleich. Oh, warte mal, ich kann ja hier einfach drüber. Dann brauche ich gar nicht hier rum. So. Ja, es ist zwar schon Tag, aber hier unten ist zappenduster. Aber ich glaube, das sollte im Berg auch so sein. So, aufmachen. Ich dachte gerade, da steht ein Zombie, ist aber nur mein Minibike. So. Irgendwelche Gäste. Ja, da hinten läuft einer rum. So, eine. Die Brücke kriegt dann entweder später wieder oder ja, von zu Hause dann oder wie auch immer.
Oder wenn mir das da unten nicht gefällt, dann kriegt die ihre Kerzen da gleich wieder zurück. So, einmal nach unten. Ja, ich bin halt immer noch am Überlegen. Runder Hals, eckiger Hals, runder Hals. Ja, das sieht aber ein riesiger Kopf und so ein kleiner Körper, aber egal. Es ist mir egal. So. Es ist halt, mir ist halt hier ein bisschen, oder mir sind hier ein bisschen die Hände gebunden, weil die Decke halt da oben ist. Und ich habe halt Angst, je weiter man nach oben geht, desto eher könnte es ja einkrachen hier. Und ich will nicht, dass es einkracht. So, jetzt kriegt er erstmal zwei wundervolle Schultern. Der hat halt ein breites Kreuz, der kleine Zwerg. Ah, Mann, ich sehe nix. Gib mir richtige Dingens. Aber doch, ich glaube, so ist jetzt richtig, oder? Ja, ich glaube, das ist richtig. So, wie gesagt, der wird proportionell ein Albtraum. Oh nein, das war's gerade. Und, ja, aber ich weiß mir sonst nicht zu helfen. Obwohl, wartet mal, ich glaube, das ist falsch. Nee, der ist okay, der ist richtig. Der ist Rechtshänder, habe ich jetzt gerade so beschlossen. Dann brauche ich, nein, was machst du? Das da. Ja, ich brauche das da, weil der Arm geht ja in die Richtung. Der soll ja, wie gesagt, die Dings halten. So, dann kriegt er hier natürlich einen Arm rein. Voll die dicken Arme und fast keinen Körper. Also arme Typ, ganz armer Typ. So, dann kriegt er die zwei Pfötchen. Dann kriegt er hier natürlich auch noch zwei Pfötchen. Oder halt einen Arm. So, komm. Gib mir, jawohl. Den hat er einfach so runterhängen. Der sieht jetzt aus wie so ein Kampfroboter gerade irgendwie. Nöt, nöt, Alarm, Alarm, buff, buff. Ah, keine Ahnung. Ich spinne heute wieder rum. So, okay. Dann braucht er, ja, der kriegt auch noch ein Vollbart und dann sieht man das nicht, dass der im Prinzip ganz hageres, kleines, armes Männchen ist. So, dann würde ich sagen, Arme können wir schon mal aufwerten. Wenn ich das dann wieder wegmachen muss, dann ist doof, aber egal. Oh, das ist schon ein Mantel an, Frau. Hör auf zu jammern. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Ich würde gern... wohin? Ich muss nach oben. Vorsichtig, vorsichtig. Ah, komm. Noch ein bisschen. Nicht runterputzeln. Nicht einbrechen. So, ich nehme jetzt doch nochmal den Kopf weg. Ich mache jetzt einen runden Hals. Das sieht aber auch blöd aus. Ach nee, warte mal. Ich wollte doch probieren mit diesen Arc-Dingern, genau. Dass wir da so ein bisschen Schönheit reinschleifen können. Ja, ich glaube, das ging aber sogar. Tatsächlich. Upp, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht. Nein, das ist schon... Ja, ah, noch Trottel. So. Ja, ich glaube, das sieht schon eher nach Hals aus. Da hat dich runterfallen. Ich glaube, das können wir lassen. Das ist dann, glaube ich, sogar besser wie so ein rundes, kleines Giraffenhälschen. So, dann brauche ich... Nein, habe ich schon. Dann brauche ich das da. Das heißt, hier... Da einmal... Obwohl, wir können... Nee, da muss der Mund rein. Nee, auf dem Hals Mund machen, ist ein bisschen komisch. So, dann kommt hier Auge, Nase, Auge. Wird ziemlich komisch, aber egal. Und dann hier, es ist halt wirklich ziemlich... Ne, war ich nicht vorher eins weiter oben? Ach, da Nase. Wartet mal, jetzt bin ich gerade... Nee, so war das doch, oder? Dann habe ich oben noch ein bisschen Luft. Vorher hatte ich doch gerade keine Luft nach oben raus, oder? Eins, zwei... Ich bin gerade verwirrt. Mund, Nase, doch, dann kommen hier die Augen hin. Ich habe gerade keine Ahnung. So, dann müsste es so sein. Habe ich dann aber vier. Wartet mal, ich muss nochmal gucken. Mund, dann kommt hier praktisch die Nase. Ich mache das jetzt nur mal. Und hier wäre dann Auge, Auge. Nee, das ist auch blöd. Sag mal, wie hatte ich das denn gerade? Ich hatte doch drei. Hilfe? Hilfe? Na gut, jetzt werte ich mal das da einfach auf. So, da kommt ein I rein. Metallschild. I. Na gut.
Wo ist es? Wo ist es? Da. I. Jetzt nur mal, dass ich das sehe. So. Dann kommst du jetzt hier hin. Praktisch erstmal als Mundersatz. Kriegt dann eh ein Vollbart. Ja, das nicht drauf hingucken jetzt erstmal. Dann müsste hier die Nase sein. Ja doch, dann müsste ich aber doch hier die Augen. Ich habe gerade keine Ahnung. Ja, das wird sonst auch zu viel, glaube ich. Dann kommt nämlich hier. So, ich mache das jetzt einfach mal zu. Dann kommt. Gib mir die Augen. So. Da dran kleben. Auge, Auge. Boah, das sieht einfach nur schrecklich aus, aber. Ich weiß es nicht. Dann gib mir das da. Ein bisschen nach oben. Das ist die Spitze vom Helm. Der kriegt definitiv einen Helm, weil das sieht sonst katastrophal aus. So. Dann brauche ich ein paar Pfosten. Pfosten. Machen wir mal. Rup, dup, dup. Machen wir mal. Ach komm, mach 10, dann habe ich Vorrat. Den ich dann nie wieder schrotte und der dann in meiner Dings vergammelt. So, zack. Da könnte man eigentlich noch eine Pyramide draufbauen für so einen Spitzhelm. Pyramide. So. Das sind schon mal die ersten Pfosten. So, die muss ich jetzt nämlich hier hin basteln. Ah, komm. Ja, einmal. Dann brauche ich hier so. Da so, dort so. Da muss ich dann auf die andere Seite und hinten rum auch eventuell. Dann brauche ich nämlich. Ne, hier machen wir eine Platte hin. Ich brauche eine Platte. Ich habe bestimmt irgendwo ganz viele Platten, richtig? Egal. Platte. Nein, herstellen. Nicht zwei davon. So, gib mir die Pyramide. Bitte. Danke. So, die kommt jetzt hier oben drauf. So, als Abschluss für den Helm, weil unser Zwerg hat eine Rüstung an. Natürlich hat er eine Rüstung an. So, dann, weil die Nase kriege ich halt jetzt nicht hin. Ich weiß auch nicht. Wir haben halt nichts, was wir da mittig reintun können. Und ich könnte mittigen Pfosten da reinpiksen, dann wäre es wie Pinocchio, aber muss eigentlich auch nicht sein. Dann diese, der da wäre vielleicht ganz cool als Nase. Aber den kriege ich halt nur in der Ecke. Und wie sieht das bitte schön aus, wenn hier rechts oder da links oder hier oben oder da oben dann die Nase klebt? Das sieht nicht gut aus. Deswegen kriegt er so einen Visierhelm, wo die Nase geschützt wird. Und dann ist die Nase nämlich weg. Genau. Die sieht man nicht. Sie ist da, aber man sieht sie nicht. So. Was habe ich jetzt? Hier meine Platte. Die kommt dann natürlich da dran. So. Ja, sieht gut aus. Und der ist halt ein bisschen, ja. Ich bräuchte, glaube, was brauche ich denn? Soll man die Dinger nehmen für Vollbart? Hier so Vollbart. vorsichtig. Die haben doch schöne Bärte. Die Zwerge. Dann gib mir die Rampe. So. Da ist nämlich der Mund. Das müsste so zusammengemacht werden. Dann müsste ich, ja, den Mund praktisch wieder wegmachen. Ah, hat sogar geklappt. Dann, Pfosten? Nee, eine Platte bräuchte ich dann, oder? Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Weil man sieht ja jetzt den Mund hinten nicht mehr. Das ist halt nicht runter. Ja, geil. Man sieht den Mund dann nicht mehr und der Bart ist halt dann schon. Ja, egal. So, erstmal Vollbart. Ich würde sagen, der kriegt da auch noch Spitzen hin. So, die hat er schön zusammengeflochten. Oder ja, unten zusammengebunden, sagen wir es mal so. So, deswegen kriegt er jetzt hier noch schöne Bartspitzen. Noch eins. Danke. Kopieren. Brauche ich nicht ewig drehen. So, auf jeden Fall, der Bart passt. Der Rest interessiert nicht. Der Bart passt. So. Ja, das ist vielleicht auch zu viel. Ich muss da irgendwie.
Oder mit Arktingern arbeiten? Ich weiß gerade nicht. Ich weiß gerade nicht. Gib mir mal kurz Farbe. Warte mal, was brauche ich denn gerade nicht? Ich glaube, Steine brauche ich gerade nicht. Farbe. Ja, so viel Beton brauche ich nicht. Obwohl, ne? Ha, ha, ha. Doch, ich nehme mal mit. So, zurück. So, lass mich wieder nach oben. Hüpf. Hüpf. Uah, nicht drüber springen, bitte. So, nach oben. Aber eigentlich ist das hier. Ich würde gerne davor stehen. Das ist halt, dass man ein bisschen sieht, was man da überhaupt zusammenpanscht. So, wie gesagt, also Bart bin ich zufrieden. So, lass mich mal nach vorne. Am besten ohne runterzufallen. So, Vorsicht, Vorsicht. Okay, das ist noch nicht ganz optimal. Dann, oder ich mache einfach komplett Bart, dann sieht man gar nichts mehr. So, das war ja wie gesagt nur zur Orientierung, wo Augen sein sollten, könnten. Dann brauche ich gerade mal ein bisschen Hautfarbe. Obwohl, die kommen nie an die Sonne, richtig? Die sind eher blass, die Zwerge. Ne, eigentlich auch nicht. Soll man das dann nehmen für Hautfarbe? Ich weiß gar nicht mehr, was habe ich denn bei der Walküre genommen gehabt? Auch das? Ich weiß es nicht. Bah, ja gut, ohne Licht sieht man gar nichts mehr. So. Das ist wie gesagt Helm, Rüstung. Die machen wir mal schwarz, würde ich sagen. Zwergenschwarz. Oder Obsidianrüstung. So. Soll mal in die Hocke gehen. Ja, ich mache halt jetzt schon, weil ich weiß halt nicht, wie ich dann später da dran komme, was ich jetzt noch hier alles verbocke. Nee, das sieht doof aus. Nee, das sieht doof aus. Wäre zwar cool, aber das sieht doof aus, weil die Kerzen so weit unten hängen. Das sieht halt dann irgendwie nicht nach Auge aus. Es wäre halt cool, wenn man jetzt noch das O dahinter machen könnte. Dann wäre das besser. Aber nee, ich habe mir die Kerze besser vorgestellt, als sie jetzt eigentlich ist. Dann machen wir zweimal wieder nochmal Auge O. Jawohl. So. Da rein. Da rein. Was kriegt denn der für Augen? Zwerge, was haben die für Augenfarbe? Braun, oder? Braun wie die Erde. So. Einmal. Zweimal. Ja, es ist halt, es ist wirklich nicht diesmal Wunder wie toll, aber ich, wir sind da ein bisschen auch die Hände gebunden, glaube ich. So, da kommen erstmal schöne Haare raus, dann gleich. Ja, schöne lange Haare. So. So. Locken. Ja, komm. Dahinter könnte. Ach nee, das ist das Arkding. So, der hat da wie so ein Wikinger oder so, hat der sich da Zöpfe geflochten. So. Die hängen ihm bis zur Schulter. Genau. Ja, bei meinen Sachen braucht man halt viel, viel, viel Fantasie. So. Ah, wartet mal. Ich könnte doch den Bart auch so machen, oder? Weil irgendwo zwischen den ganzen Bartern ist dann der Mund. Den sieht man halt nicht, weil alles versteckt. Ja, es ist wirklich nicht das Schönste hier heute. So. Aber wie gesagt, es ist halt mit dem bisschen Platz, was ich hier habe. So, ich würde sagen, der kriegt. Was kriegt der denn? Haben wir grau? So einen richtig schönen grauen Bart. Haben wir graue Farbe? Asphalt. Der ist selbst schon zum Stein geworden. Grau. Ne, das sieht dann. Ne, das sieht, glaube ich, langweilig aus. Ne, Holz ist auch nicht gut. Ne, ich glaube, wir bleiben tatsächlich beim Asphalt, oder? Ne, Concrete ist auch nicht schön. Wo war jetzt der Asphalt? Hilfe. Wo war der jetzt? Der war doch hier oben irgendwo. Das wäre braun. Brauner Bart. Wie sieht das denn aus? Das könnte man eigentlich auch nehmen. So, vielleicht, eventuell. Na, mal gucken. Ja, könnte man eigentlich fast lassen. Und die Haare dann natürlich auch so. Bräunlich. Ja, das sieht eher aus wie so ein Tentakelviech oder so.
Oh nee. Armer Zwerg, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Oh nee. Armer Kerl. Na gut. Dann haben wir das aber eigentlich auch schon. Also Haare, dann brauche ich das halt alles noch auf der anderen Seite. Vorsichtig, vorsichtig. Mal Dings weg. Ja, jetzt. Du hast Mantel an. Sei zufrieden, Frau. Da wäre dann alles fertig. Dann gehe ich wirklich mal einfach auf die andere Seite. Ja, es ist übel, wie viel Zeit einfach nur so ein kleiner, doofer Zwerg braucht. Wo gehe ich jetzt hier hoch am besten? Hier vielleicht? Lass mich hoch. Was ist denn da, dass ich da nicht hochkomme? Ach, ja. Ich kann ja nicht. Warte mal. Nein. Hierher. Und jetzt. Ja, ich muss richtig draufspringen, weil unter uns sind ja diese halben Klotzen. Die habe ich irgendwie dezent vergessen. So. Dann erstmal die Schulter aufwerten, den Hals aufwerten. Dann kriegt ihr hier natürlich auch mit Pfosten noch ein bisschen mehr Helm. Gesamtdings bitte. Ja, ich glaube, hinten brauche ich nicht. Das sieht eh keiner. Dann brauche ich das da. So. Und zwei wunderschöne Locken. Einmal und zweimal. Die fallen ihm auch bis auf die Schultern. So. Dann haben wir das eigentlich alles. Bart, Pfötchen. Gut. Dann können wir ja hier jetzt anfangen oder probieren, besser gesagt, mit dem Speer oder mit dem... was machen wir denn? Ja, ich glaube, Speer ist vielleicht nicht schlecht. So, hier würde ich sagen, da brauchen wir fast... Ne, da brauche ich eigentlich eine Ecke. Also nicht eine Ecke, sondern so einen. Und hier muss ich jetzt... ich hoffe, ich komme darüber. Ich hoffe echt, ich komme darüber. So, das da. Gib mir... Ups, da drauf. Dann... So, nein, nein, ja. Ja. Ach nee, ich dachte gerade, da komme ich jetzt an den Stiefel dran, aber tue ich nicht. So, komm, gib mir für da oben. Ja, so. Das wäre dann praktisch der Speer. Der geht aber nach hier drüben. Jetzt muss ich nur gucken. Vorsicht, Zipf. Wie weit? So. Wie weit bis er einkracht und wie weit, dass es eben noch nach was aussieht. Und da. Und. Ne, komm, gib mir das da. So. Und. Ne, ich kopiere jetzt. Ich sehe es hier von hier aus nicht so richtig. Dann noch ein Stückchen. Aber nicht dem anderen Zwergs Auge auspiksen. Das wäre nämlich nicht die nette Art. So. Boah, ich bin gerade überfordert. Mal wieder. So. Nur, nicht runterfallen. Uiuiui. So. Das wäre der Speer. Wie mache ich da jetzt eine Spitze drauf? Keine Ahnung. Obwohl, das ist ja eigentlich spitz. Dann machen wir, komm. Ich mache noch einmal so. Was ist das jetzt? Okay. Gib mir normale. Zack. Jawohl. Das sind einfach so Stäbe. Keine Ahnung. Axt wäre halt cool. Aber wie mache ich denn das? Nee, das sieht auch nach... Oh, doch. Wartet mal. Wartet mal. Wartet mal. So, das wird gleich einkrachen. Es wird gleich einkrachen. Es wird gleich einkrachen. Ich muss weiter runter. Das heißt, ich brauche... Oh Mist, Mist, Mist. Ich muss jetzt probieren. Ich hoffe, dass mir die Ding nicht einkracht. Mein Glas hier unter mir. So, gib mir nochmal das, das, das. Dann brauche ich hier das da. Dann nicht einkrachen, bitte, bitte nicht einkrachen. Das da. Dann... Nein, nein, nein. Hier dann wieder eine eckige. Vorsichtig. Eckig. Eckig vielleicht. Nicht einkrachen. Es ist gerade wieder hier.
Das höchste der Gefühle. Nein! Ich wusste es. Ich wusste es. Ja. Okay, aber das steht noch. Das steht noch. Okay, jetzt können wir bauen hier. Jawoll. Zack, komm. Nach oben mit uns. Jetzt klappt das. Das war geplant. Ich wollte nämlich hier schön bauen. Ja, so baut man keinen Zwerg. Tschüss. Es war schön mit dir. Ja, das war zu viel. Okay, dann würde ich sagen, ich baue das mal wieder auf und dann machen wir da hoffentlich den zweiten Zwerg das nächste Mal. Und ja, genau, ist so. Aber hey, die Stiefelspitzen stehen noch. Das ist ja immerhin schon etwas. Genau, gut. Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Nee, das ist nicht mehr schön. ein bisschen kurze Folge, aber ich werde das jetzt einfach nur wieder nachbauen, glaube ich. Oder probieren, oder aufräumen und weinen. Aber was für ein gemeines Ding. Nee. Wie gemein. Das ist falsch. Das gehört da nicht hin. So. Ja, dann ich baue jetzt noch schnell die Dinge hier. Komm, doch. Die Brücke, die mache ich jetzt noch. Eieiei. Ja, das ist halt die Brücke. Die bräuchte eigentlich hier nochmal eine Säule. Damit die eben nicht umfällt, runterfällt. Ich meine, so zum Drüberlaufen hat es ja gut geklappt. Aber nicht um eben... Sag mal, blöder Stein, jetzt nervst du gerade ein bisschen hier am Weg. Aber halt, wenn man dann drauf rumtanzt, so wie ich, und großartig baut, dann hält er halt nichts mehr. So, war ausgerechnet dann der ganze Zwerg runter. Aber ich verstehe auch nicht, also, ja gut, es war zu viel Gewicht. Wenn ich hier noch eine Säule hochziehe, dann hätte der doppelt halt, vielleicht eine Überlegung wert. So, aufwerten. Zack. Dann haben wir das. Ich habe zum Glück genug Glas noch hier. Deswegen brauche ich da jetzt nicht extra nach Hause fahren. Das finde ich auch schon mal sehr, sehr gut. Dann, ich glaube, ich habe da hinten... Nein, warte, ich bin hier unten gerade. Dann wird gemalt. So. Okay, jetzt habe ich meine Säulen schon fertig. Sonst könnte ich hier einfach großflächige Pinseltour nehmen, aber... Danach versaue ich mir wieder die ganzen Säulen und das will ich ja natürlich auch nicht. Deswegen mache ich jetzt schnell das da so. Und dann brauche ich da natürlich noch die Außenseite. So, die mache ich jetzt schnell zuerst hier. Aber ich wusste es eigentlich, aber ich bin ja dann auch... Ich weiß es ganz genau, dass das Zeug nicht hält. Aber ich bin dann auch immer so... Ach komm, es geht noch. Komm, mach weiter. Und dann gucke ich immer richtig doof aus der Wäsche, wenn es halt einstürzt und irgendwie alles mit sich reißt. Das war halt, ja, die Axt oder den Speer da ein bisschen kürzer halten und vielleicht auch mal aufwerten. Aber ich denke mal, ich muss halt probieren und mit Rahmen ist halt probieren, entfernen und umändern leichter, als wenn ich alles schon auf Beton aufwerte. Aber ich meine, die Fehler, die kenne ich. Ich weiß genau, woran es liegt. Aber ich ändere halt auch nichts daran. Das ist meine eigene Schuld. Deswegen habe ich immer mehr Arbeit als eigentlich... Ja, hier. 12 Blöcke. So viel habe ich gar nicht mehr. Ich glaube, das kriege ich gar nicht mehr zusammen. Oh oh. Dann muss ich wohl doch nach Hause fahren und nochmal Glas holen. So. Ich werde hier aber 2 Säulen hochziehen. Dann kann ich nämlich vielleicht bei den Zwergen auch einfach besser arbeiten. So. Na. Kaputter kleiner Zwerg. Der war so hässlich, der wollte einfach nicht mehr. Der hat gedacht, oh nee, du willst mich so stehen lassen. Komm, pfeif drauf, ich verbiss mich. Ja, ich glaube, das war das Problem. So. Dann würde ich sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha, komm, wir machen das genau hier in der Mitte. Zwischen den Säulen von dem und auf der Höhe. So.
Ja. Weg damit. Gut, dass die nicht doppelt aufgewertet sind, die Lava-Dinger hier. So, das heißt hier. Und einmal hochgucken. Da. Weg damit. Muss ich da auch nochmal den Felsen ein bisschen anpassen, aber ich glaube, das ist in Ordnung. So, dann brauche ich da Platz, da Platz. Nach oben klettern. Und hier. Ja, das ist auf jeden Fall stabiler dann. Das weg und aufwerten. So. Dann baue ich doch wieder Pinsel. Gib mir. Ja, obwohl, da habe ich auch nicht angepinselt. Hier. Schönes weißes Marmor. Für unsere Säulen. Einmal. Und das gleiche auf der Seite. Ach, sehr schön. Da brauche ich gar nicht Stein wegschlagen. Und aufwerten. Dann werde ich auf jeden Fall hier nicht mehr einkrachen. Und ich habe mir meinen Fuß nicht gebrochen. Das ist auch schon mal was wert. Ach, da kann ich doch zufrieden sein. So, gut. Dann haben wir das. Dann kann ich da jetzt auch klettern, wie ich möchte. So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht denke, oh ja, hier ist ja Glas und dann falle ich runter oder so ein Mist. So, dann brauchen die natürlich auch wieder. Ja. Die hinteren Stiefel, ich weiß noch nicht eben, ob ich jetzt hinten dran nochmal Säulen baue oder nicht. Muss ich mal gucken. So, aufwerten. Und dann brauche ich jetzt nur noch das Glas. Dann ist nämlich die Brücke hier auch wieder fertig. Geht ja eigentlich recht schnell. Aber ich hätte es mir auch sparen können, wenn ich einfach vorsichtiger bauen würde. Aber ich lerne es halt nie, wie gesagt. Ich weiß, wo meine Fehler sind. Ich weiß es ganz genau. Aber, naja. Das bin ich. Das bin ich. So, gut. Dann muss ich auf jeden Fall nach Hause fahren, wieder ein bisschen Glas herstellen. Meine Schmieden haben ja jetzt zum Glück auch wieder alles. Und deswegen passt das. Vorsichtig. Wieder haben da. Nee, das ist Glas. Ich dachte gerade, jetzt fliege ich wieder. Das ist so fies mit dem Glas teilweise. Und was auch lustig war, da war ich nur hier am Graben. Da hatte ich noch kein Glas da drinnen. Da bin ich dann einfach entlang gerannt, dachte ja, da ist Glas drin und bin direkt runtergefallen. War nicht so schön. Na gut, dann fahre ich jetzt aber nachts überschnell nach Hause. Dann gucke ich, dass ich Glas bekomme. Und dann bauen wir die Zwerge. Obwohl, die Kerzen kann ich wieder mit rausnehmen. So, ja, müsste reichen. Ja, das kriegen wir hin, kriegen wir hin. Und ich baue da eine Axt rein. Egal, wie ich das hinbekomme, das kriege ich schon irgendwie hin. Irgendwie kriegen wir das hin. So. Jetzt kommt bestimmt gleich die Wanderhorde vorbeigetanzt. Ich muss auch irgendwann mal meinen Berg da oben kontrollieren. Nicht, dass die vielleicht da schon die ganze Zeit rumfressen. Was ja nicht so schön wäre. Genau, gut. Luft ist aber rein. Dann fahre ich heim. Und dann beenden wir die Folge mit einem Reim. Genau. Ja, keine Ahnung. Ich kann sowas nicht. Dann sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.